Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht weiter mit unserer Vampire Actual Play Reihe. Wir sind inzwischen bei Akt 4. Für alle, die den Prolog bis Akt 3 noch nicht gesehen haben oder nicht mehr so genau wissen, was da passiert ist, habe ich unten ein Video verlinkt, wo ich einmal diesen ganzen Verlauf zusammenfasse in circa 15 Minuten. Könnt ihr euch gerne reinziehen, dann seid ihr auch up to date für den Akt 4 jetzt. Dann noch ein kleiner Hinweis, der Ton ist in den ersten beiden Folgen nicht ganz optimal. Die Rieke ist ein bisschen leiser als Hazel und ich, bitte ich zu entschuldigen. In Folge 3 und 4 haben wir es dann korrigiert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Vampire the Masquerade Akt 4 Folge 1. Herzlich willkommen zu Vampire the Masquerade. Lang ist es her, wir sind wieder dabei, inzwischen bei Akt 4. Wir spielen bei der Asamiten-Geschichte weiter mit Ayla und wir haben einen Special Guest hier oben im Eck. Das ist die Hazel, die spielt heute auch mit, einer Asamitin. Hazel ist unterwegs auf Twitch, ist unten verlinkt und hat auch einen YouTube-Kanal. Dort findet ihr sie unter Haselnuss mit 3 U und 2 S. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Wie gesagt, unten sind die Links, checkt ihr aus. Ansonsten Instagram und so weiter steht auch drin. Ja, dann legen wir los. Charaktervorstellung müssen wir, glaube ich, nicht groß machen. Also wir haben zwei Asamitinnen hier, die sich kennen aus Frankreich, haben eine gemeinsame Vergangenheit. Was passiert ist, ich mache noch einen, was bisher geschah, sollte jetzt schon erschienen sein. Das heißt, wenn ihr Prolog bis Akt 3 noch nicht gesehen habt oder sagt, das ist so lange her, ich habe keine Ahnung mehr, was da gelaufen ist, dann schaut euch erst das Video an. Da wird ein bisschen was vom Hintergrund erklärt. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir rein. Okay, Hazel. Du bist mit Louis zusammen aus Frankreich nach London gereist. Ihr habt ein Schiff genommen, dann wart ihr in einer Kutsche unterwegs. Du hattest einen Einsatz in Frankreich, du hast noch gar nicht so viel Hintergrundinformationen. Du weißt nur, dass ihr eure alte Bekannte Ayla besuchen werdet, die ihr auch schon beide kennt. Ihr habt mal das ein oder andere für die Asamiten erledigt, damals noch in Frankreich. Du weißt auch, dass sie nach London geschickt wurde mit einem Spezialauftrag. Sie sollte wohl die Rolle einer Toreador einnehmen, Lorelei King, den Namen hast du auch gehört. Und du weißt aber auch, dass da ein bisschen was schiefgelaufen ist und deswegen eilt ihr nach London, um eure Schwester zu schützen, sozusagen. Mhm. Und ihr kommt in der Nacht, ziemlich am Anfang der Nacht dort an, ihr seid den letzten Weg mit einer Kutsche gereist, die verschlossen war, also die war sonnenlichtdicht, sonst wäre das ein bisschen schlecht. Und kommt an, du wachst davon auf, dass diese Kutsche über Kopfsteinpflaster fährt, ein bisschen durch Matsch durch die Fenster und die Ritzen im Boden zieht so ein bisschen muffiger Geruch von London, also es stinkt ein bisschen nach Stadt. Du warst zuletzt in ländlicheren Gegenden unterwegs, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, so eine Stadt stinkt einfach. Und Louis, dein Gefährte, der kommt eben auch zu dir. Hazel, möchtest du dich einmal kurz beschreiben, wie du aussiehst, was du für Kleidung trägst? Also ich bin aus ärmlichen Verhältnissen kam ich damals, als ich noch gelebt habe, bis ich dann aufgesammelt wurde. Und als ich dann zum Vampir wurde, habe ich angefangen, mich eher buschikos zu kleiden. Also ich trage Hemden, eine Krawatte, ähnlich wie ich auch so aussehe. Aber halt feminine Gesichtszüge trotzdem. Aber meine Kleidung ist eher buschikos, meine Haare sind kurz. Und ich bin sehr schick gekleidet und sehr sauber. Mhm. Louis, der neben dir ebenfalls aufwacht, ist ein bisschen, der sieht ein bisschen zerlumpter aus. Außerdem sein Kleidungsstil ist eher, ich falle nicht auf in dunklen Gassen. In einer feinen Gesellschaft täte er sich schwer. Hat auch so eine Kutte, die er sich übers Gesicht ziehen kann. Redet oft nicht so viel, ist eher der stille Typ. Ja, man muss ihn immer ein bisschen die Infos aus ihm rausbohren, hat ein gepflegtes Gesicht, also eigentlich sehr hübsch, aber versteckt es unter diesen Lumpen, ist glatt rasiert, hat dunkle schwarze Haare, dunkle Augen, ist nicht besonders groß, so 1,70 ungefähr und der wacht neben dir in diesem Wagen auf und guckt dich an, verzieht die Nase, meint, boah, ich glaube, wir sind da. Ne? Ja, widerlich, oder? Ich hasse diesen Geruch. Ja, du musst hier bleiben. Ich darf ja noch woanders hin. Schack hat mir noch so einen Spezialauftrag gegeben. Ach, wohin gehst du denn dann? Ich soll in irgendeinem Vorort von London da was abchecken mit so einem anderen Asamiten. Mhm. Ja, mal sehen. Wie lange wirst du bei uns bleiben? Eigentlich nur kurz, um zu sehen, ob es Ayla gut geht. Und dann überlasse ich euch eurer Mission. Okay.
Na gut, dass du mir das erst so spät sagst. Ja, sorry, du hast nicht gefragt. Ja, muss man nicht immer fragen, oder? Ich bringe euch beide auf den Weg und wenn es Eiler nicht gut geht, dann müssen wir halt irgendwie improvisieren, aber genau. Ja, ich hoffe, dass es ihr gut geht. Die Kutsche wird dann auch langsamer und der Kutscher klopft oben so aufs Dach. Sind wir da? Louis steigt aus, guckt sich um. Mal ja, wir sind fast da. Ein paar Blocks weiter ist das. Laufen wir den Weg? Ich denke schon. Okay. Ich Du steig auch aus. kannst doch unauffällig sein, oder? Natürlich, ich bin immer unauffällig. Ja, eben. Sollten wir jetzt. Und er zieht so einen Zettel aus der Tasche, faltet den auf und du siehst, wie er sich da ein paar Notizen gemacht hat. Es ist ein paar Straßenzüge von London drauf. Er guckt auch nach den Schildern. Es ist natürlich nicht das beste Viertel, also sehr spärlich, aber du weißt, er findet sich immer recht gut zurecht. Und da ist eben auch ein Haus markiert. Und dann hat er sich ein Stockwerk aufgeschrieben, Treppenaufgang und so weiter. Und meint dann zu dir, ja, das hat Chuck mir zugespielt über einen Ghoul, der hier noch ausgekundschaftet hat. Glücklicherweise müssen wir nicht ihr Zimmer suchen. Oh, das ist ja fantastisch. Und er zieht sich die Kapuze über und meint, also ich werde mich jetzt tarnen. Ich glaube, das solltest du auch tun. Ich ziehe mir einen Hut auf. Er guckt dann zu dir und meint, ja, okay, so geht's vielleicht auch. Und ja, geht dann vor und du vermutest dann, dass er meint, Verdunklung zu aktivieren. Was er dann auch tut, ist diese Disziplin, die hast du auch auf Stufe 3 und auf Stufe 2 kannst du einfach verschwinden und man sieht dich nicht mehr. Zumindest Menschen tun sich da schwer, solange du nicht über irgendwelche knarrenden Dielen läufst oder Leute bewusst anrempelst, wird dich da keiner bemerken. Es sei denn, jemand hat Auspex. Okay, ja, ich tue es ihm gleich. Genau, ihr beide könnt euch noch sehen. Denn ihr habt nicht diese Disziplin, dass ihr vorm geistigen Auge wirklich verschwinden könnt. Das heißt, das funktioniert nur, wenn dich jemand noch nicht gesehen hat. Und er geht dann vor und deutet dann irgendwann auf ein Haus und ihr seht, es ist so ein, ja, ihr seid in einem schlechteren Mittelschichtgebiet. Was euch auffällt, dass es an einer Seite von dem Haus gibt so Buntglasfenster, was nicht so ganz reinpasst und unten hat es ein schweres Tor. Mit einer Tür daneben, die zu ist aktuell, und davor steht ein relativ großer Kerl. Ihr vermutet, das ist ein Ghoul. Der hat so 1,90 bis 2 Meter mit Zylinder und einem warmen Mantel. Es ist gerade Winter. Es fallen auch ein paar Schneeflocken runter. Und er zeigt dir dann nochmal seinen Plan und meint: Naja, es ist das Zimmer da oben. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir unten reingehen oder irgendwie versuchen, da hochzuklettern. Was meinst du? Der Ghoul darf uns wahrscheinlich nicht sehen. Ich glaube, er sieht uns nicht aktuell, aber Okay. wir können, wenn wir die Tür aufmachen, das wird er halt mitkriegen, ne? Wie hoch ist das, wenn ich hier so hoch gucke und gibt es da Möglichkeiten hochzuklettern? Es gibt Möglichkeiten hochzuklettern. Es ist so ein Backsteinhaus mit Ritzen drin. Also wenn du klettern kannst, dann, also Sportlichkeit wäre das, Sportlichkeit. dann kommst du da hoch. Ich habe 3 Punkte in Sportlichkeit. Ja, damit sollte das machbar sein. Muss ich darauf jetzt würfeln? Ja, da können wir mal eine Probe machen. Das heißt, Geschick plus Sportlichkeit. Das sind bei dir, glaube ich, 7 Würfel. Also 7 W10 gegen die Schwierigkeit von 6. Ja. Kann bei Roll20 maximal mit 5. Moment, warte, ich würfel erst mit 5. Dann würfel ich nochmal mit 2. Und insgesamt bin ich dann bei 26. Genau, du musst jetzt, ja, das ist jetzt schwierig, du musst die Erfolge zählen, das heißt, musst nicht aufaddieren, Ah sondern ja. es geht gegen 6, alles was 6 und Ah. drüber hat, ist ein Erfolg und was drunter ist, ist Scheiße. kein Erfolg, ja, genau. Dann habe ich nur einen Erfolg. Okay, Hilft meistens. du hast nur einen Erfolg, ist okay. Er guckt dich so ein bisschen an, was ist denn jetzt? Du rutschst auch ein bisschen ab, du machst ein bisschen Krach, naja. Ja, eigentlich geht das leichter sonst irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum die Steine so glitschig sind. Vielleicht vereist. Ich pass auf. Gut, währenddessen innen drin, Ayla, du bist ja schon ein bisschen wach, aber auch noch nicht so lange. Machst du wahrscheinlich gerade deine Morgenroutine und du dürftest bitte mal auf Aufmerksamkeit würfeln. Wahrnehmung plus Aufmerksamkeit. Wahrnehmung plus Aufmerksamkeit.
nehme ich 4 und 3. Also noch mit richtigen. Das sind 3 Erfolge. 3 Erfolge. Ja, du bist aufgestanden, machst dich fertig, hast dein Morgenritual. Du siehst wieder eine dieser Ratten unterm Schrank rumlaufen. Kann ich wieder versuchen, also ist sie unter dem Schrank oder kann ich wieder versuchen, mein Messer auf die zu werfen? Du kannst es versuchen, du hast sie gesehen, also sie wendet dir auch irgendwas zu. Probier's, ja, wäre dann... Ja, dann was? Nahkampf. Geschick plus Nahkampf, ja. Geschick plus Nahkampf, okay. Drei Erfolge. 3? Mhm. Okay. Ja, die hast du erwischt. Irgendwo hinten in Pelz rein. Und dann mach mal deinen Schaden, das ist Körperkraft plus 1. Das ist ein zusätzlicher Würfel. Mhm. 3 Schaden. Okay, du hast die Ratte mit 3 Schaden getroffen. Das Messer steckt noch hinten hier drin. Sie quietscht und ja, versucht sie nach vorne noch so weg. Also sie schabt mit ihren Vorderpfoten noch und versucht sich da irgendwie in Sicherheit ins Dunkle da unten zu flüchten. Ich trete nochmal auf den Kopf. Okay, du trittst dir nochmal auf den Kopf. Damit ist das Ganze dann erledigt. Und was du dann noch hörst, ist draußen an der Hauswand irgend so ein... wieder jemand abrutscht oder irgendwas abrutscht. Eine große Katze oder... Ich halte was anderes. Ich ziehe meinen Dolch aus der Ratte raus. Mhm. Drehte die erstmal so ein bisschen unter den Schrank. Da kümmere ich mich später drum. Und schleiche ans Fenster. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich so ein bisschen milchig, also es wird wahrscheinlich kein so ganz durchsichtig. Du kannst da gar nicht durchschauen, das sind erstmal schwere Vorhänge davor, ja. Die kannst du wegmachen und dann sind die... vorsichtig so... Genau, und dann ist das Fenster noch von innen mit irgendwas Dunklem verschmiert, dass da auch ja kein Licht irgendwie reinfällt. Okay, dann... Also ich weiß ja, dass ich Besuch bekommen soll, aber ich bin trotzdem erstmal vorsichtig, weil man weiß es ja nie. Vor allem, weil ich ja den Verdacht habe, dass ich ausspioniert werde. Mhm. Und verstecke mich also hinter dem Vorhang mit meinem gezückten Dolch und lausche erstmal weiter und aktiviere Auswex. Okay, Hazel, du kommst an dem Fenster nach einigen Mühen dann an. Endlich! Ja, ist ein Fensterbrett, so ein dünnes, Fenster ist zu. Ja. Und Luis hängt irgendwo hinter dir, noch relativ entspannt. Mhm. Wenn ich jetzt klopfen, so ganz leicht tippen würde, würde der Ghoul es unten hören? Vermutlich nicht. Also da müsste er schon krasse Sinne haben, um das irgendwie wahrzunehmen. Das ist auch, ihr seid ums Eck rum, ne? Der Ghoul steht vorne, ihr seid jetzt in so einem Seitengang quasi. Mhm. Das wird er wahrscheinlich nicht mitkriegen. Mhm. Ich tippe SOS. Du tippst SOS, okay, alles klar. Ich denke mir so, ja, okay, es wäre ein ziemlich dummer Einfluss in der und mach das Fenster auf und aber bin immer noch vorsichtig. Meine Güte, komm rein. Also erstmal siehst du ja nichts. Es sei denn, du lässt halt Verdunklung abfallen, ne? Das ist halt das. Also, ach so, ach, sie sieht uns nicht. Nein. Ich habe Auspex aktiviert, ich weiß nicht. Wenn du es aktiviert hast auf Stufe 2, dann siehst du sie. Nee, du siehst sie nicht, du siehst sie trotzdem nicht, weil sie hat Verdunklung 3, Entschuldigung. Okay, sobald. Ich muss auch gar keinen Wurf da drauf machen, ich bräuchte Auspex 3 dafür. Mhm. Spannend. Okay, dann Moment, ich guck noch mal runter. Guckt der gerade hoch? Nee, der steht nicht bei euch, der steht ums Eck rum. Dann löse ich's. Mhm. Ich winke und ich dränge mich direkt an ihr vorbei. Das hast du aber auch schon mal besser hingekriegt mit dem Schleichen. Ja, die Wände sind unglaublich glitschig. Was ist denn das hier? Es ist der Moder von London. Ja, ekelhaft. Bist du alleine? Nee, Louis ist auch noch dabei. Ey. Lass mich noch kurz offen. Ja, der hat mich noch auffälliger. Ein bisschen besser hingekriegt, aber schlüpft dann hinter ihr durch. Und lässt dann auch die Verdunklung abfallen. Ich mach das Fenster sofort zu und sehe die Vorhänge zu. Mhm. Okay, das Haus hier hat Ohren, wir müssen vorsichtig sein. Ja, alles klar. Vorsicht ist sowieso geboten. Geht's dir gut, Ayla? Ja, eigentlich schon, aber ich meine, wir haben unten im Keller wohnt ein Gangrel. Und ich glaube,
Der schickt mir irgendwelche Ratten hier in die Bude. Ich habe gerade eine davon erledigt, die mich bespitzelt oder so. Ich weiß nicht, der hat ein komisches Verhältnis zu Ratten auf jeden Fall. Als du das sagst, siehst du Louis auf alle Viere gehen, wie mit seinen Augen da unten alles abscannt, den Dolch schon gezogen hat. Ich sehe keine. Da liegt eine, die ich erledigt habe. Ja, okay, ich sehe keine Lebende. Ich hoffe, das war die einzige. Und ein Erdgeschoss, da mit diesen Buntglasfenstern, da wohnt halt die Toreador, meine beste Freundin, mit der ich halt in meiner Cover unterwegs bin. Und der Ghoul vor der Tür, das ist Bob. Ja, keine Ahnung. Also ich bin bisher nicht aufgeflogen. Ich glaube vor allem hier, also die Toreador, die vertraut mir, glaube ich, ziemlich, hat noch keinen Verdacht geschöpft oder so. Nora heißt die. Aber wenn ich jetzt hier, irgendwelche zwielichtigen Gestalten zu meinem Fenster reinlasse und es jemand mitkriegt, dann schaut's wie scheiße. Aber du bist schon längst aufgeflogen. Wie, ich bin aufgeflogen? Wir wurden von Anfang an verraten. Risa ist keiner mehr von uns, war er wahrscheinlich noch nie. Shaq wurde am Hafen noch damals, er wollte dich ja unterstützen, fast totgeprügelt, ist in Starre gefallen und vor ein paar Tagen erst aufgewacht. Und Risa ist der Einzige, der von diesen Unternehmungen wusste. Das heißt, wir gehen gerade davon aus, dass Risa für irgendjemand anderen arbeitet, aber nicht für uns Asamiten. Und dementsprechend... Er kann das Codewort. Ja, klar, er sollte ja auch alles organisieren für dich, aber wenn Risa kein Asamit ist, kannst du hier keinem trauen. Weder dem diese Wohnung gehört, dem dieses Haus gehört. Die Frage ist, wer von den Asamiten in London gehört zu uns? Wir wurden einfach komplett unterwandert. Von wem? Ja, das ist die Frage. Was ist denn passiert auf der Reise? Wie bist du gut angekommen? Hattest du irgendwelche Interaktionen, die komisch waren? Oder? Ja, das hatte ich Risa erzählt. Aber dadurch, dass Risa ja offensichtlich keiner von uns ist, ist das anscheinend nicht zu euch durchgekommen. Es war kurz nachdem ich Lorelei King erledigt hatte und alles aufgeräumt hatte, in ihre Kleidung mich schon geworfen hatte, ist so eine... ja, Schattententakel-Lady reingekommen und wollte mich umbringen, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht mich, sondern Lorelei King töten wollte. Auf jeden Fall hat sie von mir abgelassen, als ich ihr irgendwie versichern konnte, dass Lorelei King bereits erledigt ist. Ich gehe davon aus, es ist eine La Sombra gewesen. Sicher, bestimmt. Und das ist Sabbat. Ja gut, dann hat aber ich habe seitdem keine nennenswerten Begegnungen mehr mit irgendwem von der La Sombra gehabt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass die wieder auftaucht und versucht, mich unter Druck zu setzen oder so. Deswegen bin ich ja die ganze Zeit auf Achse und warte eigentlich nur darauf, dass irgendjemand hier reinspaziert, der hier nicht reinspaziert. Und dann ist noch dieser komische Maximilian Heist, der irgendwie mir einen Überraschungsbesuch abgestattet hat und mal Kavianer. Aber ich weiß nicht genau, was sein Ding ist. Ob er einfach nur verdammt neugierig ist, ob er einfach nur... weiß ich nicht. Aber irgendwas hat er an mir auch gerochen. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist mit dem. Und es könnte auch sein, dass der schon mal Diablerie begangen hat. Ich hatte da so ein Gefühl. Ja, haben die meisten wahrscheinlich. Okay. Also, Folgendes. Wir sind alle hier. Das ist schon mal gut. Ja. Ihr beide, Jacques hat gesagt, ihr sollt eine alte Zuflucht aufmachen von den Asamiten. Die ist bei so einem, in einem Gangrel-Gebiet an einem kleinen Friedhof. Hier ist die Adresse, er zieht so ein anderes Papier raus und überreicht euch das, hält es euch hin, ja. wer auch immer es zuerst sich schnappt. Und, ja, ich frage mich heute mal. Und okay. Und meint dann, wie du jetzt dich hier verhältst, Ayla, überlasse ich dir, ja, aber du schwebst in höchster Gefahr. Wahrscheinlich hat dich der Risa einfach nur hier sitzen lassen für, was weiß ich, wenn er mal was braucht, um gegen die Kamarilla zu arbeiten, wenn er zum Sabbat gehört. Oder für welchen Zweck auch immer. In jedem Fall, denke ich, musst du hier weg und du kannst eigentlich keinem trauen, der irgendwie mit ihm zusammenhängt, wenn die Zukunft diese Zuflucht hier halt auch organisiert. Wer weiß, wer noch alles hier Augen und Ohren auf dich geworfen hat. Und dann gibt's... Er hatte mir den Auftrag gegeben, einen gewissen Peter Cooper so ein bisschen auszuspionieren bei so einer Kunstauktion. Aber ich meine, Risa hat jetzt nichts mit Theodore, dem ja dieses Haus hier gehört. Das ist ja auch ein Toreador. Das ist jetzt sozusagen die Kontaktperson von Lorelei gewesen.
Ja, das stimmt. Okay, aber er hat das zumindest im Hintergrund, wir wissen nicht was, hat er das halt mit organisiert hier. Ich werde jetzt an den Rand von London gehen und eine alte Asamitenhexe suchen. Schauen wir mal, ob ich Erfolg habe damit. Und dann würde ich auch zu dieser Zuflucht kommen. Und ihr könntet schauen, dass ihr in diese Zuflucht kommt. Und es gibt zwei Asamiten, von denen Jacques geredet hat, die wahrscheinlich unserer Sache treu ergeben sind. Das eine ist Tarek und das andere ist Abeba. Die solltet ihr irgendwie finden. Aber wahrscheinlich kriegt ihr da mehr Hinweise in dieser Zuflucht. Da gibt es einen alten Ghoul, Mortimer heißt der, der kennt auch Jacques noch und du hast doch das Amulett, Violett, das Familienerbstück, das du immer dabei hast. Ja, das habe ich. Zeig ihm das, dann wird er dir wahrscheinlich glauben, dass du zu Jacques gehörst. Das muss Mortimer dann sehen. Ja, sehr gut, das ist, glaube ich, das. Und diese alte Zuflucht auf dem im Gangrel-Gebiet, Ja. die finden, die ist auf dem Zettel beschrieben, wo wir Ja, die ist hinkommen. am Rand von dem Friedhof, ist ein altes Haus, wahrscheinlich ziemlich zugewuchert, ein bisschen unscheinbar, hat aber Aber da ist wohl. dann noch der alte Ghoul oder da sind noch Leute. Wir hoffen, dass der noch da ist. Also Schack war da seit Jahrzehnten nicht mehr. Und Tarek könnte da aber gewesen sein. Tarek ist jemand, den Jacques von früher kennt und der auch in London ist, schon auch schon jahrelang. Okay. Von Tarek hat Jacques aber auch schon nichts mehr gehört, seit Jahren, was inzwischen ein bisschen Na, B komisch war ist. auch nicht. Von Abeba auch nicht. Es ging alles, lief ziemlich viel über Risa, eigentlich fast alles. Aber da Risa kein Vertrauter mehr ist, scheinbar, er ist der Einzige, der diese Operation kannte von uns, müssen wir davon ausgehen, ja, was auch immer passiert ist, seid vorsichtig, auf jeden Fall. Aber heißt das jetzt auch, dass ich meine Deckung als Lorelei King aufgeben sollte, wenn ich nicht mehr sicher sagen kann, ob und wie ich aufgeflogen bin? Aber wenn ich jetzt einfach verschwinde, also wenn Lorelei King jetzt einfach verschwindet, wird das auch nicht auffallen. Also gerade Theodore hat, glaube ich, nicht wenig Einfluss hier. Dann, keine Ahnung, er geht zum Fenster, macht das auf. Das sind so Sachen, mit denen kenne ich mich nicht aus. Zieht seine Kapuze über. Platz erstmal in London! Dann Verdammt nochmal! melde dich halt ab, schreib dem einen Brief. Keine Ahnung. Guckt raus auf die Straße und springt dann runter. Lässt euch zwei da einfach stehen. Ja, er ist ein bisschen eigen. Wer bin ich, einen Clanbruder zu verurteilen? Aber was machen wir denn jetzt? Ich gucke nur mal so ganz nervös zur Seite. Also, kann natürlich Theodor oder ich kann Nora einfach irgendwie einen Brief hinterlassen, dass ich irgendwie für eine Weile ein bisschen außerhalb von London unterwegs bin, mit einer alten Freundin, die zu Besuch gekommen ist, ein bisschen andere Teile von England angucken oder so. Ist das eine plausible Idee? Ja. Wie ist das denn? Wie oft bist du mit Lorelei so draußen? Darfst du hier einfach so raus? Ist Ja, also ich habe jetzt schon mir die Mühe gegeben. Ich meine, Toreador lieben ja Feierei und Kunst und Theater und Schauspiel und den ganzen Bums. Und da muss man sich halt irgendwie schon ein bisschen so in der Gesellschaft blicken lassen. Und das heißt, und hier Nora von da unten, die ist auch Künstlerin. Das heißt, dadurch, dass ich mit ihr viel rumhänge, war ich in vielen Galerien und Ausstellungen und so unterwegs. Und ja, war schon öfter mal draußen. Ich meine, ich habe jetzt auch nur ne, diese eine Auftrag von Risa, beziehungsweise wenn Theodor was wollte, ich muss ja meine Cover bewahren und dann die Aufträge auch ausführen. Aber so viel war das noch nicht und deswegen irgendwie muss man sich auch die Zeit vertreiben. Naja, deswegen, aber ich glaube, ich setze mich an den Schreibtisch und schreibe einfach einen Brief an Nora, dass ich Besuch aus Amerika bekommen habe und Ich glaube, das ist eine gute Idee. genau, dass ich Besuch aus Amerika bekommen habe und wir ein bisschen uns neben noch andere Städte angucken wollen in England. Ja, und dann setze ich da was auf und schieb das dann, wenn wir gehen sollten. Später würde ich das dann bei Nora einfach noch unter der Tür durchschieben. Das heißt, du gehst dann auch als Lorelei King aus dem Haus raus, ganz normal. Erstmal schon. Okay, was macht Violet?
Ja, wie voll ist das Haus? Das Haus ist nicht so voll. Das ist so eine Unterkunft für Vampire. Das heißt, da gibt es mehrere Räume, Zimmer, die man sich mieten kann. Auch jetzt Ayla oder Lorelei King hatte da zwei Zimmer sogar. Und ich versuche, ihr heimlich zu folgen und mich aus dem Haus rauszuschleichen. Okay, aktivierst du wieder Verdunklung? Was gebe ich nochmal dafür aus? Nichts. Nichts? Okay, dann mache ich das. Ja, klar. Das ist relativ gutmütig, ja. Okay, also du aktivierst Verdunklung und bewegst dich leise. Dann würfel du mal bitte auf Geistesschärfe plus Heimlichkeit. Das wären, Geistesschärfe? Genau, das ist oben rechts, hast du 3 Punkte und Heimlichkeit hast du 4, glaube ich. Also 7 Würfel dann. Gegen 6 wieder. Drei getroffen. 3 Erfolge, okay. Gut, du hast kein Problem damit, ihr heimlich zu folgen. Du schiebst den Brief unten durch und begibst dich dann auf die Treppe nach unten. Ja, und kommst dann vor die Tür, wo Bob halt außen steht, ja. Ja, ich nicke Bob freundlich zu, wie immer. Und sag ihm, ich habe Noah schon Bescheid gesagt, aber ich werde eine Weile unterwegs sein. Ich bekomme Besuch von einer Freundin, nur damit du dich nicht wunderst, wenn ich nicht zum Morgengrauen wieder reinkomme. Ja, brauchst du eine Kutsche? Nein, alles gut. Ich kümmere mich selber drum. Dann viel Erfolg. Danke. Ja, weil du hast kein Problem, da durchzuschlüpfen, durch die Tür. Okay. Also sobald wir um die nächste Ecke sind, mache ich mich wieder sichtbar. Ja, in irgendeiner Runde. Also jetzt muss ich nur gucken. Ich meine, so krass ist meine Cover. Ich habe halt so ein bisschen Toreador-mäßige Kleidung an, aber ansonsten habe ich jetzt ja nichts. Ich habe ja nicht irgendwie eine magische Maske auf. Insofern können wir ja einfach ein bisschen durch die Stadt laufen Richtung Gangrel-Gebiet. Wobei im Gangrel-Gebiet werde ich mit dem Look wahrscheinlich schon auffallen. Fällt mir gerade so ein. Ja, Gangrel-Gebiet, das sind ja eher die wilden Vampire, ne? Die nicht so viel auf Äußeres legen. Da gibt es auch ein paar drunter, aber die meisten, denen ist das eigentlich eher wurscht. Und es ist auch mehr so Arbeiterviertel. Und dieser besagte Friedhof ist so am Rand des Gangrel-Gebiets, aber halt auch in einer nicht so guten Gegend. Da fallt ihr beide jetzt schon auf, ja. Okay. Gibt es denn dann noch irgendwelche so, weiß ich nicht, Schneiderei, Kleidungsläden, wo man weiß, die haben auch noch recht spät nach Einbruch der Dunkelheit offen, dass man sich zumindest irgendwie so ein bisschen einen Mantel überschmeißen kann, der einen, und mit einer Kapuze, der einen so ein bisschen, dass man ein bisschen besser mit reinpasst. Mein Make-up würde ich mir auf jeden Fall auch schon einfach abwischen, so an meinen Ärmeln oder so, dass ich mir dann mein Make-up schon mal direkt entferne. Dass ich nicht mehr so aufpoliert aussehe, wie ich das gerade tue. Also die Schneidereien haben zu um die Zeit. Es ist schon zu spät, aber es gibt natürlich welche, an denen ihr vorbeigehen könnt. Also legal wird man sich da nichts besorgen können. Sitzen auf der Straße Leute rum, die obdachlos sind? Sehe ich da irgendwie? Ja, also es ist jetzt Winter, also auf der Straße rumsitzen tun weniger, aber es gibt hier und da mal ein Feuer, wo welche drumherum stehen. Dann gibt es ja auch diese Unterkünfte, wo du einfach drin pennen kannst. Der billigste Platz ist, glaube ich, der am Seil. Da ist so ein Seil gespannt, wo du deinen Kopf irgendwie drauflegen kannst auf deine Arme. Das ist so, wo Leute halt warm schlafen können in so einer Art Stall. Und ansonsten gucken alle, dass sie entweder ein Feuer anmachen, um nicht zu erfrieren und drumherum zu stehen, oder schlafen in solchen Unterkünften. Hey, wenn wir irgendwie an so einem Feuer vorbeigehen, zufällig, würde ich auf die Gruppe Leute zugehen. Hat einer von denen einen schäbigen Mantel an? Da steht eine Gruppe von Leuten drumherum, sagen wir mal 4, 5 Kerle, die alle recht schäbige Kleidung anhaben, gucken da ein bisschen hoch, manche sind verwirrt, einer mustert dich sehr intensiv. Bevor ich richtig hingehe, gucke ich Ayla an. Was hast du an? Ich habe ein fein gearbeitetes schwarzes Kleid an mit so ein bisschen Rüschen, also so ein bisschen, also typisch viktorianisches
aussehen. Und dann habe ich mir noch halt so ein, ja, so ein, auch so einen feinen Mantel halt übergeworfen. Okay. Kälte. Ja. Gib mir deinen Mantel. Ich ziehe meinen Mantel aus, ich nehme ihren Mantel. Ich gehe zu zwei von denen und sage, können wir vielleicht tauschen? Gibst du einen Blutpunkt aus, um menschlich zu wirken? Ja. Gerade selbstverständlich, ich auch. Okay, weil es ist kalt, ne? Die atmen so Dampfwolken aus. Du selber bist genauso kalt wie die Umgebungstemperatur oder wirst so kühl dann langsam und, mhm. und atmest ja nicht. Und wenn du einen Blutpunkt mhm. ausgibst, dann okay. wirkst du menschlich, ja. Okay, du gehst dahin, können wir tauschen, die gucken dich an. Der eine, der dich so kritisch gemustert hat, schaut auf dem, ist das scheißegal, der zieht seinen Fetzen aus, gibt dir den, greift sich das Stück und wickelt sich da rein. Boah. Und die anderen vier drücken sich nach vorne, ja. Und einer von denen, der halt am kräftigsten ist, zuerst dran ist, reißt dir den anderen Mantel aus der Hand und zieht seinen schnell aus, wirft den dir zu, zieht den an. Und ja, die stehen dann da und die anderen drei gucken ein bisschen hämisch. Du weißt nicht, wie das ausgehen wird. Mhm. Aber die beiden haben jetzt einen schönen Mantel, ja. Ich bedanke mich. Ich drehe mich direkt um, ziehe das drüber, gebe ihr den anderen und laufe direkt weiter. Schon besser. Jetzt seid ihr nicht mehr so auffällig. Ich verpflücke mir auch noch meine aufwendig gemachte Frisur so komplett, dass ich ein bisschen verschrubbelt aussehe. So, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen Dreck von der Straße ins Gesicht schmieren, gehen wir vielleicht wirklich als Gangrel durch. Das passt. Musst du nicht mal machen. Also das passt, ist ja dunkel und so. Wenn, also kannst du, geht doch, natürlich. Das, ja. Nee, das Bedürfnis habe ich jetzt nicht. Was soll Nora denken? Ich bin zwar auch keine Toreador, aber ich meine, die Samiten sind jetzt auch nicht gerade, wir suhlen uns, glaube ich, auch nicht im Dreck. Also, das muss reichen jetzt. Muss reichen, okay. Ich lege noch meine teure Kette ab und stecke mit ihr in die Tasche. Reicht. Gut, dann lauft die Richtung Gangrel-Gebiet. Ja, ihr seid da schon eine Weile unterwegs zu Fuß, also eine halbe, dreiviertel Stunde braucht ihr schon. Werdet da jetzt aber nicht weiter behelligt, vor allem mit den Klamotten, die ihr jetzt anhabt. Fallt ihr nicht weiter auf, seht ihr nicht nach viel Geld oder Beute aus und nähert euch dann diesem kleinen Friedhof am Rande des Gangrel-Gebiets. Und ja, da ist so eine Zeichnung noch auf dieser Karte drauf, wie das Haus ungefähr aussehen soll. Die hat Jug wohl angefertigt. Damit kann man es erkennen, es hat ein recht markantes Dach und oben so ein rundes, vergittertes Fenster drin. Daran erkennt man es wohl ganz gut und das hat er recht ausführlich gezeichnet aus seiner Erinnerung. Scheinbar ein kleiner Künstler. Naja. Wie nähert ihr euch dem Friedhof? Ich würde, glaube ich, wirklich erstmal ausspähen, wie es so mit anderen Vampirpräsenzen in der Umgebung hier auf sich hat. Also wahrscheinlich müsste ich dafür auch wieder Auspacks irgendwie nutzen, um zu gucken, wo hier irgendwie noch ein Vampir ist. Kostet du mich Auspacks, kriegst du mich einen Blutpunkt immer, ne? Nee, das kannst du einfach so aktivieren, ja. Ja, umso besser. Gut, nee, du hast mich verwirrt, jetzt müssen wir mal nachgucken. Ich dachte immer, dass diese Fertigkeiten irgendwie was kosten immer. Es ist unterschiedlich. Schwierigkeit oder so. Genau, also du kannst ja diese Aura auslesen mit Stufe 2, da ist ein Wurf nötig, ob das gelingt und Stufe 1 ist, das kannst du einfach aktivieren, um besser zu sehen, da musst du nichts würfeln. Verdunklung aber kostet ja auch nichts, ne? Okay, aber das heißt so mit Auspacks kann ich schon, also kann ich dann, wenn ich, ja gut, ich kann dann Auren nicht erkennen, das müsste ich auf Stufe 2. Aber Auren heißt ja auch, wäre ja auch die Identifikation von anderen Vampiren. Das kannst du machen, wenn du jetzt jemanden siehst und sagst, du willst jetzt wissen, was der für eine Aura hat. Jetzt geht es dir erstmal um dich umzusehen, ob du überhaupt irgendwas wahrnimmst. Ja. Gut, das machst du. Violet, schaust du dich auch um? Klar, wenn ich sehe, sie macht das, dann will ich mich auch umgucken. Okay, dann beide Wahrnehmungen plus Aufmerksamkeit. Violet, du würfelst gegen eine Schwierigkeit von 6 und du, Ayla, gegen 4. War aufmerksam. Oh. Ach da. Das ist okay. 5 Erfolge und 2 davon eine 10. Boah, ist krass. Ja. Ich sehe alles. Zwei Erfolge. Also, Violet, du hörst, wie eine Schaufel oder Spaten recht laut in den Boden gestochen wird. Du hörst doch noch ein Carrie, nicht so laut, Mann. Wenn uns hier bei einer erwischt, weißt doch, was da draufsteht.
Ich will jetzt kalt, ich muss mich ein bisschen bewegen. Ja, aber mach's leise, verdammt. Das hört ihr beide vom Friedhof und du, Ayla, du siehst noch hinten am Himmel so ein großes, geflügeltes Wesen, was eindeutig keine Fledermaus ist, was eine ziemlich hässliche Fratze hat, mit deinen 5 Erfolgen, was sich von diesem Friedhof entfernt. Das ist so, du schätzt, er ist über 2 Meter groß auf jeden Fall. Diese fette Flügelspannweite hast du noch nie gesehen. Und ja, das fliegt von euch weg zum Glück. Es sieht nämlich ein bisschen bedrohlich aus, also irgendwie gruselige Kreatur. Kann ich auf die Kreatur einen Aura-Wurf machen? Das könntest du mit deinen 5 Erfolgen, die du hattest, noch versuchen, ja. Ich sag dir noch kurz die Schwierigkeit. Ja, da würfel ich auch wieder Wahrnehmung plus Aufmerksamkeit gegen eine höchste Schwierigkeit, oder wie? Wahrnehmung plus Empathie gegen Schwierigkeit von 8. Wahrnehmung plus Empathie. 8. Ja, Aura auslesen ist jetzt so ein. 2 Erfolge, einmal eine 10. Mhm. Ja, also es ist ein Vampir, der von der Farbe her, ich übersetze dir das gleich, ruhig ist. Ruhig entspannt. Okay, ruhig entspannt würde ich so erstmal, also nicht, also so gruselig er aussieht, würde ich ihn nicht als bedrohlich wahrnehmen, so. Von der Interpretation. Genau, und zusätzlich fliegt er noch weg, ja. Aber ich kann nicht. Fast 2 Meter, richtig hässliche Fratze. Nossi. Nee, nein, mit hässlicher Fratze meine ich nicht keinen Nossi, sondern eher. Ja, es sieht nicht hübsch aus, aber es sind keine Hautfetzen, die da rumhängen oder sowas. Er hat auch keine Pocken oder keinen riesen Buckel. Einfach nur sieht halt absolut, ja, ein bisschen entstellt aus, ein bisschen steinern so. Okay, also. Eigentlich sieht es nicht nach Vampir aus, aber die Aura sagt mir, es ist ein Vampir. Genau, ja. Aber du weißt ja auch, dass es irgendwelche Ausgeburten gibt. Whatever, ja. Violet, hast du das gesehen? Und ich bin so auf dem Himmel wahrscheinlich. Siehst du ich hab das nicht gesehen, oder? Oder habe ich es auch gesehen? Wenn sie da hindeutet, dann, ja, da fliegt eine Fledermaus weg. Ja, die Fledermaus da hinten. Es ist keine Fledermaus, es ist ein Vampir, aber es sieht nicht aus wie ein Vampir. Ja, dass das ein Vampir ist. Ja, ich sehe seine Aura. Oh. Das ist ein Vampir. Nicht Betreuer. Das Ding ist fast 2 Meter groß und irgendwie steinern? Oh, es bewegt sich. Ihr könnt beide, wenn ihr das so genau analysieren wollt, ich glaube, du hast Magiegespür. Könntest du mal Intelligenz plus Magiegespür würfeln oder ja, Okkultismus. Nee, akademisches Wissen hilft dir da nichts. Nee, es ist nur Nachforschung. Nee. Okay, Moment. Oh, 3 Erfolge. Warte, zählt eine 6 auch? Ja, das ist ein Erfolg, ja, genau. Okay, dann 3. 3 Erfolge, ja, du hast mal gehört, dass es so Gargoyles gibt, so steinerne Wesen mit Flügeln. Werden von Tremären irgendwie gemacht. Das ist das, was du darüber weißt, ja. Das könnte ein Gargoyle sein. Ein Gargoyle? Ja, das würde zu dem Steinernen passen. Wenn sie jetzt was vom Gargoyle sagt, habe ich davon auch schon mal gehört? Ich glaube, du hast kein Magiegespür, kein Okkultismus. Nee. Keine Ahnung. Okay. Ja, und was ist ein Gargoyle? So steinerne Gestalten, die gemacht werden und sich dann auch bewegen können. Vielmehr weiß ich auch nicht darüber. Aber das heißt, es war mal ein Vampir, der verwandelt wurde in einen Gargoyle? War das ein Vampir, der mal verwandelt wurde? Du hast darüber mal irgendwo was gelesen, ja? Die Tremere haben da irgendein Ritual. Also was könnte es sein, dass es meiner war? Das ist auch immer noch einer, nur der wurde halt verändert. Aha. Ja, es ist scheinbar sowas wie ein veränderter Vampir. Spannend. Und du weißt halt, dass die für... Die Tremere sind ja unsere Feinde, ne? Die Tremere sind so unser absoluter Hassklan. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die haben ein bisschen was damit zu tun, dass ihr nicht mehr so diablerieren könnt. Ein bisschen
bisschen länger her, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob Hazel das so weiß. Die Tremere sind die, die uns die dafür gesorgt haben, ja, dass wir nicht mehr diablerieren können und dass wir so ausgegrenzt und was auch immer sind. Ich meine, die waren da involviert, ja. Ein bisschen. Okay, also schon irgendwie beunruhigend. Ja. Aber an sich ansonsten keine. Also wir haben. Du hast ja noch diese Leute da graben müssen. Die hast du auch gehört. Ja, ja, ihr hört auch jetzt, dass Gary leiser schaufelt. Dafür ein bisschen mehr schimpft. Das dauert ewig jetzt, wenn ich hier. Hast du schon gegessen, Violet? Nee, heute noch nicht. Ja, ihr müsst euch einen Blutpunkt noch wegstreichen für die Nacht und dann noch einen Blutpunkt, den ihr vorher ausgegeben habt, um menschlich zu wirken. Ja, ich hab ihn nicht schon weggestrichen. Also den einen zumindest. Ja. Also, könnte was erfahren. Eigentlich habe ich auch eine Herde, aber jetzt, wenn ich das mit, weiß ich jetzt nicht, das wird ja heute nichts mehr. Wenn die da wirklich nur zu zweit am Graben sind, ich glaube, die sind leichte Beute. Wirkt so. Wie wollt ihr denn da vorgehen? Naja, also wie die sind praktisch am an auf der, also auf dem Friedhof, wenn ihr euch nach diesen auf dem, ja. Wir sind noch hinter der Friedhofsmauer. Also ja, das ist ein Mäuerchen, also es ist ein kleiner Friedhof. Das ist so eine, ja, lasse dreiviertel Meter hoch sein, die Mauer. Kann man so drüber gucken und ihr seht die zwei halt im Dunkeln da hinter einem Baum einen Grab ausheben oder ein verschlossenes Grab wieder aufschaufeln. Wir haben da noch so einen Karren stehen, wo du eine Leiche draufpacken kannst. Ja. Ja, ich habe ja nicht so die coole Verdunklung, wie sie Violet hat. Ich kann ja nur die Verdunklung, ich habe ja nur Verdunklung 1. Das heißt, die wirkt ja nur, solange ich mich nicht bewege, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich würde halt Quietus wirken. Mhm. Dass ich da schon mal die Geräusche um mich oder um uns unterdrücke. Ja. Ich würde sagen, wir schleichen uns da an. Gut, Quietus kostet dich einen Blutpunkt, meine ich, ne? Ja, kann ich. Ja, war so, genau. Wenn du es auch im Kopf hast, dann musst du ja gar nicht nachschauen. Kostet einen Blutpunkt. So. Da wäre noch die Bestätigung. Ja. Also du aktivierst Quietus und Violet, du aktivierst Verdunklung. Dass man dich auch. Oh, muss ich dafür auch einen Blutpunkt ausgeben? Für Verdunklung nicht, nee, das geht einfach okay, so. Okay, Verdunklung nicht, okay. Gut. Alles klar, ja, mach ich. Das heißt, du bist unsichtbar, ich bin sichtbar, aber man hört mich nicht. Ja. Ich würde natürlich versuchen, schön in den Schatten zu bleiben und mich dann auch unauffällig halt an die Rand zu schleichen. Gut, dann würfel bitte Geisterschärfe plus Heimlichkeit, das wäre Violet, und du würfelst Geschick plus Heimlichkeit. Geschick plus Heimlichkeit. Gegen 4 bei dir, Ayla. Gegen 4? Mhm. Fünf Erfolge. Läuft ja heute. Bisher. Auch 5 Erfolge. Davon 3, einmal eine 10. Ja, man hört euch nicht, man sieht euch nicht. Die beiden sind da am Schaufeln. Und ja, die haben schon, so tief sind sie schon. Und ja, jeder hat eine Schaufel in der Hand und buddeln halt dieses Grab da auf. Warum auch immer. Gut, dann habt ihr euch denen genähert. Mhm. Beißt du einfach rein, oder? Kann ich beurteilen, ob einer von den beiden getrunken hat? Lass mal deinen Auspexwurf da zählen. Also der eine, der riecht so, als wenn er was getrunken hätte, der andere nicht. Okay, dann würde ich halt auf mich und dann auf den zeigen, der nichts getrunken hat, und würde sagen, ich suche den, ich nehme nicht. Bedeutet das was für Vampire, wenn der was getrunken hat? Nur Ayla. Ayla hat so die Eigenart, dass sie halt niemanden aussaugt, der irgendwie irgendwelche bewusstseinsverändernden Substanzen, egal in welcher Form, okay, hat. Genau. Und für dich bedeutet das, wenn der jetzt viel Alkohol trinkt und du möchtest in den Genuss eines Alkoholrausches kommen, dann musst du dir genauso einschnappen. Oder jemand, der Opiate genommen hat oder whatever. Ja? Okay. Du kannst dich auch als... Die Leute. Bitte? Jetzt.
gezielt. Ja, manche gehen gezielt auf solche Leute, ich vermeide gezielt. Du vermeidest die gezielt und du kannst auch dich anstecken an einer Blutkrankheit, wenn du jemanden trinkst, der die hat. Und die wirst du auch übertragen, ohne sie selber zu bekommen. Ah, krass. Ja. Okay. Ja, aber dann würde ich mich da schnell hinbewegen und ein bisschen trinken. Okay, also du haust ihm die Zähne rein. Machst du das koordiniert gleichzeitig? Ja, also okay. nicht, dass der eine aufschreckt und dann irgendwie. Gut, die verfallen auch diesem Biss, also beide hängen dann da an euch dran und ihr zieht wie viele Blutpunkte raus? Wie viel kann man den Menschen nochmal abziehen, ohne dass sie krasse Folgeschäden davon haben? Naja, also 3 ist so das Maximum. Man kann natürlich auch drüber gehen, aber 3 ist dann so, okay, hast also Kopfschmerzen oder so. Okay, alles klar. Dann nehme ich auch 3. Mhm. Ich glaube, du bist ja voll noch relativ. Das heißt, du brauchst, glaube ich, nur 2. Das heißt, du nimmst dem anderen 2 Punkte ab. Ah, ich dachte, ich brauche 3. Okay. Nee, brauchst du nicht. Das ist der Blutvorrat. Und genau, ja. Genau. Okay, alles klar. Mhm. Dein Maximum ist 15. Mhm. Und das Maximum von Ayla ist 14. Okay, also ihr bedient euch da an den beiden, lasst die dann da liegen. Ja, so halb in ihrer eigenen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie ist denn das so maskerademäßig, wenn man sich jetzt, also ich meine, ist es sinnvoll, wenn ich denen noch einen Schal umbinde, dass man die Bissspuren nicht unbedingt sieht? Du kannst, ihr leckt die zu. Also wenn du als Vampir da das Blut getrunken hast, dann leckst du mit der Zunge einmal drüber und dann verschwinden diese Bissspuren wieder am Hals. Ja, es gibt auch Vampire, die können das nicht. Und es gibt auch Vampire, die haben einen stumpfen Biss. Da ist es dann nicht so angenehm für ihre Opfer. Die schreien dann rum, ja. Aber bei euch, ihr habt ja keinen Nachteil in die Richtung, geht das alles so klar, ja. Ja, okay, dann lasse ich die einfach in ihrer halbgebuddelten Grube. Zufällig sind beide ohnmächtig geworden. Ups. Ja, der mit 3 ist definitiv weggetreten. Und der mit 2, der liegt dann noch so, der ist so ein bisschen. Ja, tatsächlich finden es also meistens die Herdenmenschen, sage ich mal, ganz nett. Ja. Okay, und dann zieht ihr eures Weges, lasst die da liegen und kommt dann auch bei dieser Zuflucht an. Ja. Die erkennen wir auch sofort. Die Zeichnung ist so gut, dass wir das. Ja, also ihr braucht ein bisschen, es ist, wie gesagt, am Rand von dem Friedhof gibt es halt verschiedene Häuser und das ist eins dieser Häuser, recht unscheinbar, aber dieses Fenster oben, das sieht man ganz gut, es ist ein sehr verwildetes Grundstück, hat eine 2 Meter hohe Mauer drumherum, ein gusseisernes Tor davor, was auch zu ist und auch noch so ein paar Spitzen oben auf der Mauer drauf, also dass man da nicht so einfach rüberkommt. Die anderen Häuser sind in einem ähnlichen Stil. Es fällt jetzt nicht super krass auf, aber ihr merkt halt, als ihr euch dem nähert, dass das halt ein bisschen besser gesichert ist, einmal durch die Mauer, das Tor. Aber das Fenster oben, was man sieht, das ist eindeutig das. Und der Garten ist halt recht verwildert, also da ist ziemlich viel Zeug gewachsen, hat man sich nicht so drum gekümmert. Es gibt noch einen Weg zur Tür hin, der ist auch noch begehbar, ist jetzt nicht komplett zugewachsen. Also da wird noch jemand drüber laufen, vermutlich hin und wieder. Und das ist das, was ihr von der Straße aus seht. Und dann gibt es diese Mauer, gibt es dann immer ein Nachbargrundstück, was direkt anschließt. Das heißt, wenn ihr außen rumgehen wollt, dann müsstet ihr durch irgendein Nachbargrundstück durch. Oder ihr geht halt vorne über die Mauer, ist dann euch überlassen, ja. Also so ganz frische, also der Weg wird gelegentlich wahrscheinlich noch begangen, aber man sieht jetzt keine ganz frischen Spuren oder so. Nee, fällt euch jetzt erstmal nichts auf. Mhm. Ich habe Auspacksleite aktiviert, damit uns hier nichts überrascht. Und ich flüstere zurück, Eilert, wollen wir außen rumgehen oder sollen wir einfach direkt? Ich weiß nicht. Denkst du, es ist das hinter der Mauer? Ich meine, es sieht ja wirklich komplett verlassen aus, ne? Hm. Lass uns außen rumgehen. Ja? Wie lange kann ich Kiotus, ich müsste Kiotus neu aktivieren jetzt, ne? Mhm. Okay. Aber vielleicht mache ich das dann noch. Schreibe mir wieder einen Blutpunkt weg. Und wenn wir dann, also über das Nachbargrundstück dann aufs darüber gehen. Aufmerksam und möglichst leise. Hm. Also euer Heimlichkeitswert ist bei beiden, ihr habt ja glaube ich beide sehr hoch, also du könntest es auch riskieren. Mhm. Natürlich musst du dich jetzt um Äste und sowas nicht scheren, ne?
Kannst, aber ist kein Problem, du hast ja dein Blutvorrat ist ja voll, also aktivierst du das wieder und dann geht er über ein Nachbargrundstück einmal außenrum. Ja, diese Mauer ist komplett außenrum und auf der Rückseite gibt es noch so eine schwere Holztür, die sieht aber ein bisschen gammelig aus und führt hinten auf so einen kleinen Weg, der hinter den Grundstücken quasi entlang führt. Da könnte man wahrscheinlich dann, also da ist man recht geschützt, da ist es dunkel. Das sind keine Leute. Gut, da vorne waren auch keine Leute. Aber da kommt auch jetzt nicht zufällig jemand vorbei. Und wenn, dann hört und sieht man ihn lang, weil dieses Grundstück ist recht zentral in der Mitte und der Weg ist dann relativ lang. Ne? Also können wir uns praktisch an der Tür zu schaffen machen, ohne dass da jemand ist. Ja. Okay. Hm, willst du gucken, ob die sich öffnen lässt? Ja. Ich kann das. Ich war mal ein Straßenkind. Deswegen. Vor Jahrzehnten. Ja, du machst dich an der Tür zu schaffen. Du hast auch wahrscheinlich einen Dietrich dabei oder ähnliches. Die ist abgeschlossen, aber du kriegst die mit deinen Skills relativ zügig auf. Sag ich doch, easy. Wenn ihr wieder redet, ist Kirtus wieder aus wahrscheinlich, ne? Ja. Ups. Man vergisst es immer. So, ja gut, dann... habe ich das mit dem Schleuserknacken ins Auge bekommen? Ich habe angefangen zu reden, habe festgestellt, oh, Moment. Okay, passt. Du kriegst die Tür auf, sie ist offen. Wenn du dann neben ihr stehst und du machst die Tür auf, dann hört man auch kein Geräusch. Also wenn die knarren sollte, hört man es halt nicht. Ihr geht rein, macht die Tür wahrscheinlich wieder hinter euch zu und steht dann auf einem Weg, der zu einem Haus führt von hinten und der ist komplett zugewuchert. Also irgendwelche Äste rüber. Nicht sehr schön. Hier war schon lange keiner mehr. Ich signalisiere dir einfach nur den Weg zur Tür. Und würde mich vorbewegen. Okay, du bewegst dich vor, drückst die Äste auseinander. Totenstille. Violet, du bist direkt hinter ihr oder aktivierst du auch Kietus? Hast du, glaube ich, auch auf Stufe 1? Jo, habe ich auch. Genau. Das, jo, heißt, das könntest du, dann könnt ihr zwei euch da, kostet dich halt auch ein Blut, da durchschleichen, weil man hört dann sowieso nichts, ja, und kommt dann irgendwann hinten an dem Haus an, wo es dann das Gestrüpp ein bisschen aufhört, da ist noch ein bisschen Wiese, beziehungsweise jetzt Moos. Und da gibt es dann auch hinten eine Tür und man kann dann auch um das Gebäude rumlaufen, könnt ihr dann auch. Weiterhin nichts. Also wir sehen niemanden. Ihr seht niemanden, ihr hört gerade ja auch nichts, um euch herum ist still, ja. Ja gut, das ist halt, könnte auch ein Nachteil sein, wenn wir Kirtus die ganze Zeit aktiviert haben. Weil wir, also wir können, wenn wir Kirtus, kann man nicht nur uns nicht hören, sondern wir hören auch nicht. Das ist wirklich eine stille Blase. Ich meine, klar, das ist halt dafür gedacht, du bearbeitest einen Gegner und der kann schreien, man hört halt nichts, ja. Man hört kein Kampfgeräusch, man hört gar nichts, ja, genau. So. Dann würde ich, glaube ich, mal meinen Kietus fallen lassen. Mhm. Und mal lauschen. So, wenn wir wahrscheinlich so seitlich, also von unserem Haus sind, also zumindest in der Nähe, und das gerade so umrunden wollen, würde ich Kietus fallen lassen und mit aktivierter Auspex halt mal so gucken, ob hier wirklich nichts ist. Okay, gut. Also du schleichst um das Haus drumrum. Violet, was machst du? Checke die andere Richtung ab. Okay, einer rechts, einer links rum. Mhm. Einer von euch kommt noch an so einem Kellereingang vorbei, da ist aber ein schweres Gitter drauf, also das Ding ist komplett zu, da wird man wahrscheinlich ziemlich dran arbeiten müssen, um das wieder aufzubekommen. Und dann trefft ihr euch beide auf der Vorderseite. Ja, ihr habt nichts gesehen, nichts groß gehört, nur dieses Gebäude ist gar nicht so klein, als ihr drumherum lauft. Es wirkt ein bisschen klein, auch durch das Gestrüpp drumherum, aber so klein ist es dann doch nicht. Mhm. Ihr vermutet, es ist wie eine kleine Kirche, vielleicht zu groß, aber so Kapellengröße hat es schon. Ja, aber da ist nichts, also kein Geräusch, gar nichts. Mhm. Okay. Auch nichts gehört und wenn du willst, kannst du nochmal auf Aufmerksamkeit würfeln mit deinem krassen Sinn. Das wäre dann Wahrnehmung plus Aufmerksamkeit gegen 4. Mhm. Bei dir gegen 4, Violet gegen 6. Mhm. Ich
Ein Erfolg, aber es ist eine 10. Hey, okay, 5 Erfolge und eine 10. Also mit deinen 5 Erfolgen hörst du, dass da, wo Violet ist, nichts ist, kein Geräusch, was da eigentlich sein sollte. Ja? Okay. Es wird alles geschluckt. Und mit deinen 5 Erfolgen hörst du in dem Haus irgendwo so Schritte. Also irgendjemand läuft da drin rum, ja. Lass mein Kitus übrigens auch jetzt fallen. Wahrscheinlich auch einfach irgendwann vor der Tür und winkt dich so ran. Und flüstert. Ich habe Schritte im Haus gehört. Also da ist noch jemand. Schritte? Okay. Ganz leise nur, aber da ist klar. Aber es ist jemand da, wir sollten aufpassen. Okay. Ich deute wieder auf die Tür. Nach dir? Okay, ich gehe voran. Kann ich, warte, die Tür macht bestimmt Geräusche, dann würde ich nochmal Kitus aktivieren. Kannst du machen, ja. Mach ich. Ja, gut, was ist das für eine Tür? Das ist eine große Holztür mit 2 Flügeln. Da drin ist noch eine kleine Tür, die man auch noch aufmachen kann, so dass man nicht immer diese 2 Flügel aufmachen muss. Die ist auch relativ hoch, so 3,50 Meter ungefähr. Also diese große doppelflügliche Tür und auch ziemlich breit, das ist so 2 Meter breit, schätzt du. Und okay. Diese kleine Tür, die da drin ist, die ist gar nicht so hoch, die ist so 1,60 auf, ja, vielleicht sind es 80 Zentimeter breit. Okay. Wie weit ist ein Fenster weg und könnte ich da durchgucken? Die Fenster, die sind alle vergittert. Also da sind so gusseiserne Beschläge dran. Also das ist ziemlich gut abgeriegelt, das Ganze. Und die Fenster sind auch eher in so einem milchigen Ton. Das sind trübe Fenster, wo man nicht einfach durchgucken kann. Aber euch ist auch nicht aufgefallen, dass irgendwo jetzt ein Licht brennt da drin oder sowas. Okay. Ich würde nochmal versuchen, die aufzubrechen. Also so aufzuhebeln. Die Tür? Okay, du machst ja dich an dieser Tür zu schaffen, da müsstest du jetzt mal Geschick plus Diebstahl würfeln, ja. Warte mal, 1, oder? 4 Erfolge. Okay, du kriegst diese Tür auf. Ich reiß sie aber nicht direkt auf, sondern wenn sie offen ist, würde ich ganz langsam erstmal so einen Spalt und dann gucken, etwas dahinter ist. Du machst diese Tür auf, so einen Spalt und es ist absolut dunkel dahinter. Okay. So ein bisschen Mondlicht fällt jetzt rein. Ihr habt eine recht helle Nacht, das ist so ein hellen Streifen am Boden. Aber es ist jetzt kein, es scheint ein total dunkler Raum dahinter zu sein. Was komisch ist, weil ihr habt ja außen Fenster gesehen. Okay. Dann aktiviere ich nochmal Verdunklung. Und drehe mich zu Ayla um. Noch so. Ich sehe dich nicht mehr. Doch. Du siehst mich nicht mehr. Doch, du siehst sie noch. Ich hatte ihr Sichtfeld auf sie. Stimmt, ich hatte ihr Sichtfeld auf sie. Ich mach so. Und ich gehe kurz alleine rein. Okay, du gehst halt. Du lauscht. Also ich bleib so in der Tür stehen und lausche und gucke. Wie gut sehen Vampire denn so im Normalmodus in der Nacht? Also wir sehen ja wahrscheinlich schon... Alles gut. Ich wollte nicht weiterreden, in dem Fall, dass du das rausschneiden möchtest. Wie gut sehen Vampire denn so in normaler Dunkelheit? Naja, ohne krasse Sinne seht ihr nicht viel besser als Menschen oder sowas. Also du brauchst da entweder Auspex für oder die Tieraugen der Gangrel, um im Dunkeln sehen zu können, oder tatsächlich irgendein Nachtsichtgerät, was es noch nicht gibt, oder eine Lichtquelle. Okay, also Auspex hilft mir dann schon mal. Hilft dir schon, ja. Aber das ist wahrscheinlich nicht wie, dann ist es nicht Nachtsicht in dem Sinne, sondern sorgt dafür, dass während die Augen sich an normale Finsternis gewöhnt haben, dass sich so die Umrisse und sowas bekommen. Ja, Auspex ist schon ein bisschen krasser. Also das ist schon, das ist ja auch, du hast das jetzt ja aktiviert, ne? Wenn Violet jetzt neben deinem Ohr an die Hände klatschen würde, dann würdest du dich bei ihr bedanken. Das ist immer die Downside, ne, von Auspex, ja. Gerade bei den höheren Dingern. Ne? Aber das ist, du hast schon krass geschärfte Sinne. Ne? Also das. Okay. Ja, nur damit ich einordnen kann, wie krass das auf Dunkelheit wirkt. Aber habe ich den Eindruck, wenn ich auch so ein bisschen rein blinze, ja.
Ist es normale Dunkelheit oder sieht das irgendwie unnatürlich aus, so mit meiner Auspacks? Also sehe ich irgendwie, wie ich normal mit Auspacks in einem abgedunkelten Raum sehe? Oder ist es so, hier hat jemand irgendwie was verändert? Ja, du schaust da rein, Hazel, Violet geht rein. Ja, da drin ist es dunkel, aber es ist ein normaler Raum und du weißt doch ziemlich schnell, Violet, warum? Weil der ist nur irgendwie 2-3 Meter tief und dann kommt wieder eine Tür. Ah, okay, da ist nichts. Dann würde ich mich wieder umdrehen und sie her. Ich schleiche hinterher. Ja, und dann, da ist sonst nichts? Also es ist einfach nur ein leerer Raum? Ihr schaut euch um, ihr seht, dass es gewisse Öffnungen in den Wänden gibt. Wenn ihr die Tür offen lasst, kommt ja auch ein bisschen Mondlicht rein. Die sind so oben und an den Seiten und so. Es ist ein Vorraum, wo so runde Löcher drin sind in dieser Wand, die man nicht reingucken kann. Und dann eben wieder eine Tür. Ja. Kannst du an der Tür horchen? Ich kann gerade nicht, weil ich in meiner Bubble bin. Ihr könnt mal bitte beide noch auf... Wahrnehmung plus Aufmerksamkeit. Nee, ich würde sagen Geistesschärfe plus Aufmerksamkeit. Das ist ja sogar noch... Na, das ist genauso gut. Das macht für mich wirklich geil. Normale mit Auspacks immer noch... Nee, gegen 6 jetzt. Gegen 6. Ja. 3 Erfolge. Auch 3 Erfolge? Ja, euch fällt es beiden auf. Ihr seid da vorne drin und du... Violet, stehst ja vorne, drehst dich um, willst Richtung Tür gehen und siehst so eine auffällige Bodenplatte da am Boden, die ein bisschen höher steht als die anderen. Siehst du dann auch, Ayla, ne? Du hast deinen Fuß schon in die Richtung gesetzt und dann hast du ein ganz ungutes Gefühl auf einmal. Sie steht schon mit dem Fuß drauf. Nein, nein, du hast ihn so drüber. Ja. Ihr beide so. Hier mein Fuß zurück. Ich guck noch mal in Richtung der Löcher in der Wand. Ja, du schaust dir die genauer an, du siehst so Pfeilspitzen und sowas. Okay. Ja, sieht gutes Handwerk. Gutes altes Osamitenhandwerk wahrscheinlich. Ich achte besonders jetzt auf den Boden, aber ich laufe jetzt noch mal langsamer weiter und umgehe diese Bodenplatte und ja, bewege mich langsam vorwärts und versuche und halte nach Fallen Ausschau. Ja, das würde ich auch machen. Ja, damit kommt ihr zu der Tür. Du kannst die dann auch knacken, wenn du möchtest. Hattest du ja eigentlich vor, musst du auch nicht drauf würfeln. Das hat vorher schon gut funktioniert. Machst dich daran, klick, klack, man hört nichts, weil du noch diese stille Blase hast. Und dann schwingt auch diese Tür. Das ist auch wieder ein großes Tor, in dem es aber eine kleinere Tür gibt. Was euch hier auffällt, ist draußen alles vergammelt. Da drin die Tür auch ein bisschen angegammelt, aber die sieht schon, also da hat man sich drum gekümmert. Ja. Und du brauchst bei dem Schloss auch ein bisschen länger. Du kriegst das hin, aber du brauchst ein bisschen, ja. So, und dann willst du, also hast du das Schloss offen und du drückst gegen diese Tür und irgendwie geht die aber nicht auf. Die Tür, die ist definitiv offen. Irgendwie. Genau. Ich höre gar nicht. Also hört man mich? Weil nee, man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Ich mache nur so. Ich sehe, wie du. Genau. Und du bist ja in deiner stille Blase. Ayla, du stehst ein bisschen weiter da hinten und du hörst so eine Stimme. Richter, verpisst euch oder ich pump euch mit Schrot voll. Das höre ich nicht, ne? Nee. Warte mal. Wenn jemand, wo ich das höre, sage ich, Mortimer, bist du das? Wer will das wissen? Ich tippe ganz schnell Violet an. Lass mal diese Aura fallen, damit ich was höre und sehe. Wir sind Freunde. Hallo? Das kann jeder sagen. Wir können es dir beweisen. Wie? Ich gucke Violet an und deute auf dein Amulett. Wo denke ich, steht er? Um eine Ecke so? Nee, also du willst ja diese Tür aufmachen und die ist von hinten irgendwie mechanisch zu. Ja. Und diese Bewegung scheint irgendjemand mitgekriegt zu haben und der hat jetzt
Okay, und aber er ist hinter uns im Raum. Nein, er vor euch, die Tür ist ja zu, ist halt in diesem dunklen Raum, er ist dahinter irgendwie, ja. Hat die Tür unten irgendwas, was ich durchschieben könnte? Da ist ein Spalt, ja. Ich nehme mein Amulett ab und schieb's unter die Tür. Sind Freunde von Jack? Sagst du, es dauert, also ihr hört so Schritte, Schlurf, Schlurf, wie irgendjemand da anschlurft. Die Kette hängt ja auf deiner Seite noch raus, hältst du die fest oder? Ja. Okay, du siehst, wie irgendwas dran zerrt. Und dann hört ihr, wie irgendwas Schweres hochgehoben wird, langsam, wie es zur Seite kippt und wie dann diese Tür geöffnet wird. Und ihr schaut in das Gesicht von einem alten Mann, der eine Laterne hochhält in eure Richtung, in der linken Hand, in der rechten hat er eine Armbrust mit einem fetten Holzpflock vorne drin, also so ein Bolzending, zielt in eure Richtung, zittert und mustert euch. Und an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wären am Ende von Folge Nummer 1. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns gerne über eine Bewertung freuen, über ein Abo. Schaut auf jeden Fall bei Hazel vorbei, ist unten verlinkt. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit Folge Nummer 2. Habt eine gute Zeit. Ciao.